Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outblast. Ja, wir haben gerade die Sprinkleranlage hier eingeschaltet. In der Zeit, wo wir auf der Flucht vorm Schweinemann waren. Und, ja, das Feuer ist jetzt hier aus, wie man sieht. Oder wie man nicht sieht. Das sieht nämlich ganz schön nass einfach hier aus. Aber man sieht ja das Ganze verkohlt. Jetzt vorher hat gebrannt. Und was das jetzt gebracht hat, weiß ich nicht genau. Da saß einer. Aber ich glaube nicht, dass wir den retten sollten. Weil ich glaube, der hat sich auf seinem Schicksal ergeben. Ist er noch hier? Ist er noch hier? Ist er noch hier? Nee, ich glaube, der saß hier. Okay. Von wo kam ich? Ja, mit dem Feuer sah das hier irgendwie alles ganz anders aus. Wo komme ich denn jetzt überall rüber und wo nicht? Ich würde ganz gerne mal da hinten zum Fenster, weil da irgendwie so eine Leiter oder sowas drauf rüber guckt, aber ich komme leider nicht überall drüber, wo ich gerne möchte. Ach, das ist keine Leiter, das ist ein Tisch. Bringt mir aber auch nichts. Hier komme ich wieder nicht rüber. Ach, Mann, oh. Hier komme ich auch nicht lang. Ja, vielleicht rüber. Aber hier ist ja eine Tür. Aber ich komme da nicht durch. Ach, da ist eine Scheibe sogar vor. Sehe ich jetzt erst. Und ich glaube, von hier müsste ich gekommen sein. Ah! Oh! Scheiße, ey! Scheiße, scheiße! Habe ich wieder verjagt, ey! Mann! Scheiße! Oh! Mann! Ich hasse das Spiel! Oh! Lass den Kack, ey! Ich dachte, von da kam ich! Erstmal wieder runterfahren, ey! Entschuldige mich einfach mal pauschal für alle, die ich jetzt erschreckt habe, die sich dadurch gar nicht erschreckt haben, aber erschreckt haben, weil ich mich erschreckt habe. Es war keine Absicht. Mann. Oh, ein Kack, ey. Oh, so billige Tricks, ey. Falle ich immer wieder rein. Ich war gerade irgendwie tiefenentspannt gerade. Aha. Exit? Exit? Das war der Schacht, den wir vorhin runtergefahren sind. Exit? Exit? Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das schon ein Exit ist. Ich traue dem Spiel nicht. Ich sollte mal froh sein, wenn man Exit sieht. Im Moment habe ich erst Schiss davor. Was mich da wieder erwartet. Ich sollte sowieso noch zu diesem Heiligen da gehen. Ich sehe auch nichts draußen. Ach nee, die Batterie ist ja alle. Deswegen sehe ich nichts. Nee, aber sonst sehe ich auch nicht viel mehr. Warum sollte ich den jetzt suchen? Ist doch super, dass ich jetzt draußen bin. Einfach nur weg. Ah, ich sehe aber auch gar nichts. Dann nützt das Nachtding hier auch nicht wirklich viel. Ich brauche einen Schlüssel. Einfach weg. Oh, was ist das denn wieder? Am
Moment, ich sollte vielleicht genau untersuchen. Vielleicht hat der einen Schlüssel. Nicht wirklich. Sieht hier auch überhaupt nichts, ey. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt mein Ding hier dafür benutzen sollte oder nicht. Unnötig Strom verbrauche. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einen von meinem Blut an, mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Das hört sich jetzt auch nicht so wirklich positiv an, finde ich. Mal ein bisschen dunkler. Entschuldigung, wenn ihr nichts seht, aber ich sehe auch nichts. Aber ich will ein bisschen Strom sparen. Ach, Kacke. Bringt mir auch nichts hier. Hä? Hat da was geklickt? Was steht denn da eigentlich? How alive are you? Egal. Was ist das denn? Batterie ist schon mal gut. Das ist kein Schlüssel, das ist ein Hack. Da ist Schlüssel. Oh, da ist noch eine Batterie. Oh, kurz mal ausruhen hier im Licht. Mann, ey. Okay. Schnell rein, ey. Schnell zu. Oh. Leck mich am Arsch, ey. Was war denn das da draußen hier? Dieses schwarze, komische Ding, ey. Oh, da ist irgendeine Info für mich. Das Ding im Dunkeln. Gott steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wall Rider gesehen. Das soll der Wall Rider sein. Aber wenn das nur einer ist, okay, aber. Wall Rider. Ne, ich nehme es wieder zurück. Ist eigentlich egal, ob es 10, einer oder gar keiner ist. Es ist einfach ätzend. Ach, ich sehe zumindest auch, wenn die Batterien alle sind, ein bisschen was hier durch. Nutze ich das doch erstmal. Ab und zu kriege ich auch Licht von den Blitzen. Das ist ja auch schon schön, ne? Aber echt, Leute, ey, mir läuft es kalten Rücken runter. Ach, nee, ich muss die Batterien aufladen. Ich brauche jetzt doch ein bisschen mehr Licht. Vielleicht? Ne, geht nicht. Hier hinter? Auch nichts. Da ist eine Leiter. Scheiße, ey. Schöne Blitze. Das Ding erinnert mich irgendwie an einen riesigen Sarg hier. Moment, ist das deine Leiter oder so? Nee. Ah! Oh. Jetzt rüber gehüpft oder? Ja, gut.
muss ich jetzt da unten... Also jetzt muss ich jetzt hier runter oder muss ich da rein? Ich glaube, ich gehe mal rein. Komm, ich bin mutig. Was war das denn schon wieder? Ach, scheiße. Da bin ich doch reingekommen. Ja, da bin ich reingekommen. Ach, scheiße. Ich hätte da so rübergehen müssen. Okay. Die knackt irgendwas. Die ist zu. Wieso ist die denn zu? Wie geht's denn jetzt weiter? Achso, hier rauf. Hier hoch. Toll, ich sehe ja gar nichts. Zwei noch. Das ist aber irgendwie keine gute Idee, mit, wenn hier so ein Wallrider durch die Gegend steht, so auf so einem schmalen Sims lang zu laufen. Finde ich gar nicht lustig. Sind. Oh. Da ist zu, okay. Hier drüben war irgendwie noch eine Tür. War die auf oder zu? Die war auch zu. So, dann haben wir hier eine Tür. Okay, ist zu. Da haben wir sowieso nur noch einen Weg, nämlich die Treppe runter. Wo waren die jetzt? Ach, da. Hoch, meine ich. Hoch. Scheiße, ey. Ich müsste mal sehen, wie oft ich hier schon Scheiße gesagt habe. Ich rede mir ein bisschen wenig, weil ich etwas angespannt bin. Jetzt geht's wieder nicht weiter. Die Batterie ist wieder alle. Da. Oh, Scheiße.
hier auf der Tür? Nee. Stufen, aber... Da hat was geknackt. Nee, ich kann hier nichts machen. Ich höre mal irgendwelche Ketten klimpern. Ist das was? Nee. Hier irgendwo hoch vielleicht? Hochziehen. So. Oh, das war doch wieder irgendwas hinter mir. Ein Stacheldrahtzaun finde ich eigentlich ganz gut. Ein Stacheldrahtzaun könnte draußen sein. Da runter. Aua, das war zu weit. Armes Michelchen. Komisch, dass es hier keine Türen sind. Doch, sind doch irgendwie. Die sind doch komplett zu. Na egal. Okay, hier machen wir mal kurz eine Pause, was heißt kurz? Für euch etwas länger, für mich etwas kürzer. Und denn wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.